So, so weit sind wir gekommen. Das mache ich nicht hier weiter, weil dieses Bild brauchen wir noch, okay? Sondern ich mache das hier weiter. Ja? Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt berechnen wir diese a hier. Und den Quadrat a, das lassen wir da drin. Okay? Also, wie machen wir das? Also, ich ziehe jetzt von beiden Seiten das hier weg. Ja? So minus 1/4 a hoch 2. Das ist die Hose. Ja? So, das heißt, das geht rüber, sagen die Schüler. Ja? So. Weil jetzt, wenn ich das von hier abziehe, dann ist es weg. Und dann ist es vor hoch 2. Okay, also dann sieht das so aus. Vor hoch 2 minus 1/4 a hoch 2. Der voilà. Wir sind fast da, Leute, fast da. Und jetzt der Radius ist konstant. Das sehen wir jetzt. Ja, so. Halbe Meter oder sowas, ja. Ich teile jetzt. Teile den Radius. Ja. Soll ich das? Ich muss es nicht so detailliert machen. Ja, okay. Ich teile das mit dem Radius, kann ich kürzen. Diese R ist weg. Ja, und bleibt übrig. V hoch 2 geteilt durch R minus 1/4 A hoch 2 geteilt durch R mal Delta T hoch 2 gleich A. Leute, wir haben den. Die Beschleunigung berechnet. Doch, ich habe alle Tasten im Schrank noch fix. Warte, noch einen Moment. Ja, so. Ja, denn ich will das hier aus Persönlichkeitsgründen, der Name der Schüler nicht, oder Schülerin hier nicht sagen, was für eine Berechnung ist. Der wird hier eingewendet, der A ist auch an der anderen Seite. Ja. Aber jetzt, Leute, jetzt kommt eine unglaublich geniale Idee. So, also in dem Augenblick, als diese Idee damals mit diesen Leuten im Kopf erschienen ist, da wäre ich gerne dabei gewesen, als Schüler. Ja, so, okay, jetzt schauen wir das mal an. Jetzt wird diese Zeitlandchen, diese kleine Zeit, ja, diese Delta T, also die Delta, diese Zeitdifferenz, es wird verkürzt. Es wird immer kleiner gemacht. Kleiner gemacht, kleiner gemacht, kleiner gemacht, kleiner gemacht, kleiner gemacht. Der fast Null, fast Null, fast Null, fast wie das Null. Das heißt, der Delta T geht. Geht gegen Null. Gegen Null. Gegen Null. Pass mal. Anders gesagt. Delta T wird Null. Oder wir kürzen es einfach ab. Ja, schicken wir da den Nullen, der Delta ist Null. Also Delta T geht zu Null. Ja, Entschuldigung, das ist Delta T geht zu Null. Aber wenn Delta T zu Null geht, alles, was ich mit einem Null multipliziere, wird Null. Das heißt, das ist, geht auch zu Null. Das wird Null. Weg. Was bleibt übrig? Geteilt durch R gleich A. Die Beschleunigung. Die Kreisbeschleunigung, Leute. Das ist der Betrag, der, was du berechnet hast für die Erde, das du berechnet hast für die Sonnenumkreisung. Der Betrag
die Geschwindigkeit und der Radius. Und das ohne Beschleunigung, Kreisbeschleunigung. Ist es nicht fantastisch, wie einfach das ist? Letzte Sache, Leute. Und dann Schluss. Richtung. Richtung. Ja klar, wir haben gesagt, dass in diese Richtung wird es beschleunigt. Das heißt, diese A, welche Farbe nehme ich jetzt? Und mache ich gelb, das kann man sehen. Diese Beschleunigung, diese Kreisbeschleunigung ist genauso in diese Richtung, der Radius zeigt zu dem Mittelpunkt, ja, hier, das, also beschleunigen wir, ja, der kleine Dame beschleunigt den Stein zurück. Der Richtung ist so, der Richtung ist so. Dann ist klar, dass die Geschwindigkeit sich nicht ändert. Der sind rechtwinklig. Die Beschleunigung kann den Betrag nicht ändern. Ja? Es kann nur die Richtung ändern. Leute, es ist einfach genial. So, das war's. Okay? So, gut, Richtung, Betrag, Beschleunigung. Und in der nächsten Stunde geben wir einen Namen. Ja, das weiß ich, Physiker mögen auch. Wenn ich sagen will, Beschleunigung kannst du mir bewegen, das würde so Fahrt sein, es ist irgendwie einfache Wörter, das würde jeder verstehen. Wir brauchen jetzt irgendwie so ein Wort, das irgendwie Push ist. Ja, und da. So, und so. Gut, also wir geben dann denen nächste Mal, aber ist egal. So, und das war's. Doppelstunde, gut. Chillt euch, macht ihr das schön. Verdaut das bitte. Ja. Und wir sehen einander ja, nächste Woche, dann holt ihr eure Hefte. So, also, alles Gute euch. Ja, hey, nochmal. Am Wochenende rausgehen, ja, bewegen. Ja, aber nicht unbedingt in Krummelang, ja, ist ein bisschen kalt.